Hallihallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren wunderschönen Folge mit Pokémon Let's Go Evoli. Ja, und ich muss euch ein bisschen was gestehen. Das Problem, das wir jetzt gerade haben, ist, ich bin jetzt in der Siegestraße. Ich habe davor eine Aufnahme gemacht, die habe ich aber nicht abschließen können. Und ja, da haben wir gegen Barry gekämpft, der uns als Rivale hier noch einmal entgegengestanden ist. Und jetzt sind wir beim Indigo-Plateau angekommen, haben jetzt von dem Kerlich einige Evoli-Bonbons bekommen und sind gerade kräftig am Blöcke verschieben und alles. Und meine Technik hat an der Stelle versagt, ich konnte die Aufnahme nicht mehr speichern. Und wir sind jetzt plötzlich in der Siegestraße, von einer Folge zum nächsten. Und wir legen jetzt einfach direkt los und machen von hier aus weiter. Ich kann das an der Stelle nicht zurücksetzen. Und mich nervt das gerade auch, dass die Technik ab und zu mal so mega ausfällt, dass ich wirklich einiges an Fortschritt auch für die Aufnahme und für die Renderaktionen hier verliere. Ah, je, je, je. Aber ich glaube, den Ursprung des Problems zu kennen. Oh, das heißt, demnächst müsste ich mal wieder zum Elektromarkt und mir eine andere externe Festplatte holen, weil die andere wird jetzt langsam mal in die Knie gehen. So, mal sehen, was Evoli hier an der Stelle will. Irgendwie ist ihm nicht gut. Viel Spannung in der Luft und wirkt ziemlich eingeschüchtert. Oh, mein kleiner Evoli. Alles wird gut, Kleiner. So, jetzt müssen wir natürlich nochmal gleich abschnacken, wo wir als nächstes hin müssen. Aber hier sehe ich schon direkt was. So, Schalter drauf, klick. Wand unten, sehr schön. Es ist mir mitten in der Folge auch passiert plötzlich, dass ich da war, der Trainercoach mit einem Ditto hat sich in mein Aquana verwandelt. Wir haben es erfolgreich besiegt mit dem Beast of Floor und in dem Moment ist die Folge ausgestiegen und ich wollte eigentlich dann das schnell abdrücken, dass es halt die Aufnahme speichert, aber hat alles nicht mit nichts mehr gebracht. Das ist so frustrierend, wenn das passiert. Vor allen Dingen kriege ich das dann auch nicht mehr hin, dass ich die irgendwie nochmal kriege, die Aufnahme. Und da ist natürlich auch gleich der File corrupted, wie man so schön sagt. Dem er leicht frustriert. Hoffen wir mal, die Pokémon-Kämpfe laufen dafür besser. Schon mal an der Stelle ganz gut, dass der hier Kopfnuss nur noch halb so stark einsetzen kann durch die Verbrennung. Psychokinese macht das an der Stelle natürlich gar nichts. Aber wir haben eine gute Spezialverteidigung, von dem her macht es uns nicht mal so viel, dass er hier Psychokinese einsetzt. Und weg mit der Hypno. Sehr schön. Ich muss mich wieder ein bisschen aufbauen, ja, nachdem ich jetzt die letzten 20 Minuten eigentlich aufgenommen habe und die Aufnahme jetzt verschwunden ist in den Jordan für immer und ewig. Suche ich mich jetzt an der Stelle wieder ein bisschen aufzubauen. Hier sind wir halt. Erfolgreiche Kämpfe haben bis zu den Top 4. Ja, und das ist allgemein das Problem, was ich auch mit RPG-Let's Plays habe. Dass wenn man irgendwo speichert und die Aufnahme hat doch mal irgendein Problem. Entweder hast du dann ein Save-Game davor gemacht oder du gehst davon aus, dass es jetzt mal reibungslos funktioniert, weil das auch stundenlang reibungslos funktioniert hat. Und machst da keine Zwischen-Save-Games draus. Und dann geht's doch irgendwie komplett schief und dann müsstest du alles wieder von vorne zocken. Das ist alles ein bisschen meh. Vor allen Dingen haben wir halt nur ein Save Game, mit dem wir arbeiten können. Wenn ich dann irgendwann mal gespeichert habe, dann ist das zu dem Zeitpunkt dann weg. Ist das zu dem Zeitpunkt schon raus. Kikli. Mich wundert nicht, wenn er jetzt noch einen Nocturne hat. Und ich befürchte, dass Kikli wird vor mir fighten und wird wahrscheinlich gut Schaden machen. Ja. Habe ich schon gerade gedacht. So, mal sehen, ob mein Evoli schnell genug ist. Er hat ja auch noch eine Psycho-Attacke mit Pulsier-Aura. Ob der das jetzt an der Stelle macht, bin ich mal gespannt. Pulsier-Aura. Boah, sieht die Attacke Hammer aus. Aber ich denke, jetzt kommt ein Tonkip und mein schönes Evoli beißt ins Gras. Nee, hält gerade noch so durch, aufgrund
Kraft der Freundschaft. Meine Güte, ist das Kickli brutal. Nee, das Kickli geht dann ganz schön ab. Dadurch, dass ich auch den Elementnachteil habe und dadurch, dass das Turmkick schon eine hohe Volltrefferquote hat. Alles ein bisschen schlecht für mich an der Stelle. So, jetzt muss ich erstmal gleich das Aquana wieder herholen. Ich schicke aber erstmal hier meinen Blitzer raus für das Quappo. Mach dann erstmal das Quappo platt. Halt anders komme ich hier sonst nicht mehr durch. Die Pokémon werden halt immer gefährlicher jetzt. So, bis auf Level 56. Sehr schön. Dann beleben wir gerade mal mal das Aquana wieder. So. Auf jeden Fall bin ich auch gespannt, ob sich da viel an der Siegesstraße geändert haben wird, im Vergleich zu den früheren Siegesstraßen. Und ich speichere jetzt hier mal nochmal zur Sicherheit. So, und ja, weil jede Siegesstraße zugegebenermaßen auch in unterschiedlichen Regionen ist. Und sich dann deshalb auch immer verändert. Ah, Solarstrahl, das ist nicht schlecht. Aber auch nur, wenn wir Sonntag hätten. Ich glaube, Sonntag gibt es erst ab der nächsten Generation. Solarstrahl gab es jetzt hier schon. Und genauso Hyperstrahlen und sowas. Und da ein riesiges Onix. Der Baby spielt hier ebenfalls an der Stelle parallel dazu Pokémon Let's Go Pikachu. Auf der Switch. An der Stelle Grüße an den Barry. Vielleicht schaut auch mal später vorbei in den Teamspeak. Apropos, ich muss mein Teamspeak wieder aktivieren. Aber das machen wir an der Stelle nach der Folge hier. Sagt, sowas ist dann etwas frustrierend, wenn das passiert. So, und irgendwie hat jedes Rassaf, egal zu welchem Zeitpunkt ich ein Rassaf bekämpfe, hat komischerweise haben die alle Kehrtwände. Und das Taurus wird jetzt wahrscheinlich brutal. Nee, wenn es Energiefokus macht, dann wird es wahrscheinlich zu nichts kommen. Gut für mich an der Stelle. Ja, weil Evoli 58. Rassaf, da schicken wir doch glatt mal das Bierser Flor raus. Rassaf ist recht schnell. Ich würde gleich Mega-Entwicklung machen und Mega-Sauger. Zumindest wäre das mal die Idee dahinter. Auf jeden Fall Siegestraße. Da bin ich immer noch stark im Gedächtnis geblieben. Auch einfach nur, weil das ein riesiger Moment war von der Kindheit her, von der ersten Erfahrung mit Pokémon her. Was allerdings damals um einiges frustrierender war, als jetzt in der Edition der Fall ist, dass man halt gefühlt alle zwei Schritte einen Zufallskampf hat gegen eines der wilden Pokémon hier. Und das ging dann ganz schön auf den Zeiger tatsächlich. Aber so war das damals. Jetzt sind sie zum Glück nicht mehr keine Zufallskämpfe mehr. Und wenn, dann tut man die auch nur noch fangen und das war's schon an der Stelle. Das macht das Ganze etwas angenehmer, macht das Ganze ein bisschen schneller, weshalb ich mich dann auch mal getraut habe und gesagt habe, komm, wir spielen mal ein Pokémon-Spiel komplett für den Kanal durch. Und wenn dann jetzt hier schon Pokémon Let's Go erschienen ist, dann sollten wir das an der Stelle gleich nutzen. Aber ja, definitiv ein Grund dafür, weshalb das Ganze hier ein bisschen angenehmer ist an der Stelle. So, ich überlege gerade mal, dass ich an der Stelle meinen Blitzer nach vorne schicke. Weil die meisten Leute haben hier komischerweise irgendwelche Psycho-Pokémon dabei oder sowas. Von dem her versuchen wir die gleich mal mit Spukball platt zu machen. So, wie zum Beispiel der hier, der hat auch direkt natürlich ein paar Timos. Ah, dann gehen wir gleich mal einen Spukball hier. Natürlich effektiv, aber trotzdem nicht stark genug, weil Pantimas hat relativ viel Spezialverteidigung.
Mit Nano-Rakete wäre das vielleicht erfolgreicher gewesen, aber leider haben wir keine Nano-Rakete. Ich habe es ja aber auch schon in den früheren Folgen angesprochen. Wir werden demnächst beim Indigo-Plateau ankommen. Kurz vor der Top 4. Und werden uns dann dort von einer Frau die Attacken beibringen lassen, die meine Evoli-Pokémon an der Stelle nicht gelernt haben. Und ja, das dann ein bisschen nochmal entsprechend vorbereiten auf den Kampf gegen die Top 4. Sollte eigentlich auch genug Herzschuppen dabei haben, die wir dann eintauschen können. Für die entsprechende Dienstleistung. Hoffen wir mal. Wird sich dann gleich zeigen. So. Deshalb wollte ich eigentlich Blitzer vorschicken, weil ich habe mir schon gedacht, dieser Jongleur, der hat wahrscheinlich zwei Psycho-Pokémon. Ich habe es nicht mehr gewusst. Ich habe es auch nicht nur jetzt erahnt. Denn die meisten Jongleure haben meistens ein Pantimos dabei. Und dann irgendwas anderes noch. Kraftkoloss. Sehr gut. Das ist etwas, was wir direkt unserem Flamaha geben können. Ist zwar eine zweischneidige Attacke, wenn man so überlegt, weil Kraftkoloss den großen Vorteil hat. Es ist eine sehr, sehr, sehr starke Kampfattacke. Das Problem bei Kraftkoloss ist allerdings, man verliert an der Stelle. Ich überlege gerade Risikodeckel oder Fassade. Aber ich denke, wir machen mal besser Fassade weg. Und das ist zwar sehr stark, aber man verliert dabei eine Stufe Angriff und Verteidigung nach dem Angriff. Also eigentlich ist es wirklich nur gedacht, dass man den Gegner damit auch one-shottet. Wenn man das nicht hinkriegt, dann ist das natürlich sehr blöd. Ich könnte natürlich auch hergehen und meinem Bisaflor Erdbeben beibringen. Der einzigste, wer das auch könnte an der Stelle. Jetzt gucke ich mal nur ganz kurz, wie ein Pokémon aufgestellt ist. Nee, Spezialangriff. Leider ist es Angriff. Ja, richtig. Da bräuchte ich ein paar andere Pokémon dafür. Was haben wir denn sonst noch so, was wir machen könnten? Solarstrahl natürlich. Aber ja, ist jetzt nicht so interessant, finde ich. Matschbombe wäre wiederum interessant. Das werden wir mal dem Bisaflor an der Stelle geben. Siehst du, muss ich einen Haufen Attacken hier beibringen, die er eigentlich schon hätte können sollen. Dann haben wir noch Feuersturm mit Flamara. Machen wir auch kurz an der Stelle. Das sind einfach so ein paar Vorbereitungen, die ich hier noch machen will. Eigentlich wird Feuersturm dann eh ersetzt durch Flammenblitz später. Aber leider haben wir das aktuell nicht. Okay, und ich denke, dann sind wir eigentlich auch schon recht fertig hier an der Stelle. Surfer, ja, uninteressant. Toxin auch uninteressant. Zahltag uninteressant. Oh, ich denke, den Rest haben wir dann an der Stelle schon gut gerichtet, denke ich mal. Ne, passt. Wenn mir Feuersturm nicht gefällt, haben wir ja noch Flammenwurf. Dann kann ich das dem auch noch beibringen. So, aber Kraftkoloss ist schon mal eine gute Sache. Damit kann man schon arbeiten. Manchmal erkennt er auch meinen Wurf ein bisschen zu früh. Verzögert. Das stört mich manchmal auch ein bisschen. Ob das jetzt am Pokéball Plus liegt oder ob das jetzt an der Version liegt, am Spiel selbst, weiß ich nicht. Manchmal habe ich aber den Eindruck, ich werfe den Ball und erst zwei Sekunden oder eine Sekunde danach fliegt der Pokéball erst. Na komm schon, Georock. Ach, also Georock, wenn du mir jetzt noch zwei Hyperbälle frisst, dann war's das an der Stelle, dann hau ich ab. Eine Chance hast du noch, Kollege. Schießte. Bisschen Überzeugungsarbeit und schon klappt das hier. So. Weiter geht's. Ah, wir haben noch gar keinen Gyarados gefangen bisher. Siehst du? Habe ich dann an der Stelle endlich mal gemacht. Geh mal kurz her und ich tu mal mein tapferes kleines Blitzer hier mal heilen. So, gehen wir gerade mal weiter. Eigentlich könnte ich auch das Mashok hier an der Stelle fangen. Was ich an der Stelle auch machen werde, weil es mir jetzt direkt in den Weg gerannt ist. Ja, dann machen wir das mal kurz. Natürlich auch nur, wenn er mich zulässt.
Mashok war für mich immer ein sehr merkwürdiges Pokémon. Irgendwie sieht es menschlich aus, irgendwie hat es auch die menschlichen Eigenschaften. Plus dazu trägt er noch Schlüpper. Ein Gürtel, wie sie Wrestler tragen und sowas. Und ich denke mir nur, warum? Ist das immer noch ein Pokémon oder ist das ein Mensch, mit dem ich da kämpfe? Ich weiß es nicht. Und deshalb ein bisschen merkwürdig war Mashok für mich schon immer. Und Machomai, fangen wir gar nicht erst mit Machomai an. Ich glaube, der Witz bei Machomai war ja, dass er so eine Art Mike Tyson Charakter sein soll. Die Lippen und die Muskel und alles. Das mit den vier Armen hat ihn nochmal ein bisschen abgehoben, zugegeben, aber trotzdem sah das trotzdem auch aus wie ein merkwürdiges Pokémon. Genauso wie Mashok. Aber ich kann verstehen, warum. Ich meine, das hat auch 15, das Mashok und alles. Es ist ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht warum. Irgendwie ist es mir ein bisschen merkwürdig. So, und da kann ich von der Seite das nicht verschieben. Und hier scheinen auch überall Pokémon. Also, großen Unterschied merke ich jetzt im Vergleich zu der Ursprungsedition nicht. An der Stelle, Siegestraße, tauchen einfach auch überall die ganze Zeit irgendwelche wilden Pokémon auf. Lassen mich hier an der Stelle dann natürlich gar nicht durch. Leicht nervig das Ganze. Natürlich auf den Trainer. Hab schon Gerüchte über ein Wunderkind gehört. Das bist doch nicht etwa du? Natürlich bin ich das. Mein Wunderkind. Sichlor. Das sollte man eigentlich hinkriegen mit Blitzer. Reicht eigentlich normalerweise ein Donnerblitz, wenn es gut läuft. Sichlor dürfte auch nicht so schnell sein wie Blitzer. Jawohl. Und das war's dann schon. Perfekt. So habe ich mir das auch gedacht. Eigentlich müssen wir dann auch noch solche Attacken kriegen wie Dreschflegel und sowas. Knogger, da überlege ich gerade. Ja, komm, gehen wir doch mit unserer Aquana da an der Stelle ran. Anstrengende an dem Indigo-Plateau, an der Siegestraße, ist jetzt wirklich nur, dass hier das so viele Trainer gibt. So viele Gegner gibt, die man hier herausfordern kann, muss, darf. Und dadurch die AP, die Angriffspunkte der Pokémon ganz schön zur Neige gehen. So, puh. Und dann haben wir auf jeden Fall den nächsten Trainer-Coach. Hier gibt es anscheinend schon mehrere Trainer-Coaches. Und ich bin jetzt schon ein bisschen verwirrt, weil ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich weitergehen muss. Gut, ich könnte bei der Mädel hier vorbei, aber da gibt es nochmal einen Weg. Da war ich, glaube ich, noch nicht. Officer Rocky? Oh, willst du etwa den herausfordernden Pokémon-Liga stellen? Zum Glück bin ich hier, um dich anzufeuern. Das könnte einen mehr motivieren als die Unterstützung aller schönen Polizisten. Okay. Alle ein bisschen egozentrisch kann es sein. Bisschen hier... Blizzard. Ja, ist eigentlich auch eine schöne Attacke. Habe ich auch damals überlegt gehabt, ob ich das meinem Aquana gebe. Aber leider hat es keine hundertprozentige Trefferquote, Blizzard. Und es trifft obendrein noch die Kollegen. Und natürlich das Rihorn taucht genau dort, wo ich gerade stehe. Und ich komme nicht an dem vorbei und muss ihn fangen. Natürlich! Aber das haben sie eigentlich relativ gut emuliert. Oder vielleicht habe ich einfach nur an der Stelle Pech mit den wilden Pokémon. Weil auch die wilden Pokémon haben einen ständig beim Verschieben von den Blöcken ganz schön genervt. In den alten Editionen. Und ich hoffe, das Rihorn ist an der Stelle gleich gefangen. Sonst nervt mich das hier noch tagelang. Ah, Gott sei Dank. Aber an der Stelle nimmt sich das nicht viel, was jetzt so hier gerade passiert. 177 Erfahrungspunkte für das Rehorn. Ist eigentlich echt schlecht. So.
An der Stelle hat wohl die Officer Rocky hier uns einmal geheilt. Laufendes Pokémon Center sozusagen. So, und hier ist eine Wand aufgegangen. Schön. Soweit so gut. Aber ich glaube, wir müssen hier an der Stelle runter. Und hier ist noch irgendwas, was mein Evoli irgendwie beunruhigt. Also ich glaube sogar, ich weiß, um was es geht. Weil wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist tatsächlich in der Siegestraße Lavados unterwegs. Und das wird wahrscheinlich das Thema sein. Ja, da ist ja auch ein Lavados. Aber ich denke, das Lavados versuchen wir im nächsten Part, weil sonst komme ich hier mit der Folge zu lang. In dem Sinne, wir machen Schluss für diesen Part. Sehen uns im nächsten Part wieder von Pokémon Let's Go Evoli. Wir werden uns dann Lavados annehmen. Und denke ich auch mal an der Stelle, ja, versuchen direkt zu fangen. Bin gespannt, ob das direkt klappen wird. Ansonsten werden wir uns dann durch die Siegestraße weiter Richtung Indigo-Plateau auf den Weg machen. Und ja, so langsam beschleicht mich das Gefühl, wir sollten vielleicht doch auch noch Zapdos fangen an der Stelle. Eieieiei, ich sag's euch Leute, ich krieg keine Ruhe hier an der Stelle. Auf jeden Fall, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut und ciao, ciao.